Willkommen zu einer Lektion Java für Dusiem General mit Carlos und Alex. Das ist der zweite Teil von der Serie von Videos über Löschen. Wir sehen heute, wie man Löschen erstellen und ein paar Hintergrundinformationen zu Löschen. Voilà, wir haben eine kleine Bibliothek gemacht, aber mit einem Buch. Da muss man das aber irgendwie ändern, dass man mehr Bücher können speichern. Mhm. Aber eine Möglichkeit, die man direkt können tun, ist, was ich wollen, einfach mit der Class Library. Ja. Ich gehe hin und so, weil ich meine neue Private. Ja, ich tippe nochmal die falsche Taste. Book. Und ich will dann Book. Eint. Da habe ich noch zwei Bücher. Okay. Und dann, das selbe ich mal denken, das könnt ihr ja machen, oder? Ja, ich meine, du bist zwar ziemlich durchgefallen am wahrscheinlich. Nein, das ist nicht extensibel. Ja. Ganz genau. Ich kann nicht so viel Bücher machen, wie ich will. Mhm. Und das auch nur beim Adbook, weiß ich nicht, ja, was für Buch hast du dann nur in den Strammen. Das ist einfach nicht gerabel. Aber die Idee ist nicht scharf, sondern schon einfach eine Reihe von Büchern. Mhm. Und das nennen wir ganz einfach ein Löscht. Ich meine, ich kann nicht löschen. Wenn du bei einem Reis nicht viel Gedanken hast, kann ein Löscht, ein Löscht von Büchern. Mhm. Am Java muss ich den dann auch programmieren. Fangen wir dann einfach das selbst ein Attribut. Die Klasse ist ReList. Okay. Und dann wird etwas ganz Spezielles, die zwei, wie klein, wie groß Symbole. Und daran schreiben wir den Typ, den wir an der Löscht speichern. Java ist da ein bisschen. Ja, die Syntax ist tricky. Ja, und das ist noch limitativ an den Welt, mit das sein gut sein. Ich darf nicht mehr an einer Löscht identisch sein. Wir als Menschen wir können eine Lust machen, wo gleich. Ganz unterschiedlich sein. Oder ich kann sowohl Autos, mit Velos, mit Bussen, mit Computern mischen. Mhm. Das geht heute nicht. Heute kann ich nur ein eng sein an meiner Lust machen. Ein Genre sein. Das ist in diesem Fall Bücher. Das ist der Mensch, eine Lust, ArrayList, das ist eine Lust von Bücher. Mhm. Ich gehe hier um. Konvention, ob das Dusem und ob das Dresem General ist, wir machen ein AL für ArrayList. Das ist so. Und das, was wir wollen, in dem Fall ist zum Beispiel Books. Da sind Bücher dran. Das ist das Versteht. Und etwas, was ich direkt soll machen, das ist ein Objekt, eine ReList. Mhm. Das ich muss ihn initialisieren. Das ist ein New Man. Ja. Das ist New, eine ReList. Ich muss ihm sagen, das ist ein Objekt Book. Ich muss ihn nicht drei Banner schreiben, brauchen wir nicht. Mit diesem Konstruktor, der geht dann so gemacht. Das ist Syntax. Das ist mir ein Objekt, ein Book, von dem Typ, der das gelöscht, die beinhaltet Bücher, an den haben wir heute kreiert, neu initialisiert. Das ist so lange, die Syntax behält. So. Voilà. Die Fehlermeldung momentan, also wenn man so erkennt, den ArrayList nicht. Das ist nicht der Standard-Klasse von Java. Das ist ein zusätzlicher Klasse. Ah, du musst einen Import machen. Voilà, ganz genau. Das, entweder kann ich den auswendig, und ich tippe den da. Kenne ich meistens nicht. Ich meine lieber hier, da steht da Add Import Java Util. Weil ich muss aber nur kontrollieren, als es wirklich der Java Util erreicht. Nicht, dass durch Zufall bei Java 9 nur ein anderen erreicht beikennt. Den nächsten Mal das sehen, das muss ich nur kontrollieren. Okay. Ja? Und dann aus den Würfeln beikommen, aber wir können nur machen. Das ist mir nur ein Löscht von Bücher gemacht. Boah. Da muss man noch gucken, dass man all die Methoden nur hier abdehnen. Wenn man mal Fehler, wir haben kein Buch mehr. Wir nur Englisch für Bücher. Das muss man schaffen. Aufgepasst, wir schaffen hier an der Objektswelt. Mhm. Ich meine, vielleicht eine kleine Zeichnung. Ich meine, eine kleine Zeichnung für unsere also Löschen ein bisschen mikro zu machen. Ich fange mit einem Attribut, den wird ja AL Books geheißen. D'accord? Ja. Den haben wir initialisiert. Ich initialisiert, ich habe mir einen Englisch gebaut. Englisch muss man meistens so. Das ist mit Karoen. Rechtecker dran. D'accord? Okay. Das ist das, die Initialisierung heißt, wir machen so etwas. Die Löscht selber sehen wir nicht direkt. Wir schaffen nicht mehr mit dem Attribut, den auf einer Löscht weiß. Wenn wir ein Buch an dieser Löscht dran machen, was es selber ist. Das ist, wir weisen, ob ein Buch den alles Informationen hat. Wenn wir ein zweites Buch beifügen, was es selber ist. Also weiter. Das heißt, wir speichern Objekte an unserer Löscht. Anders kann das tun. Das ist zwar nicht gut,
soll ich nicht machen. Mit Heinz so geschieht das. Das ist an der letzten 2 Monate, das ist einfach noch beschrieben. Das kann vier kommen. Mhm. Das ist aber hier in unserem Fall nie, soll ich nie machen. Normalerweise ist das verboten. Okay. Geht doch meistens abgefangen. D'accord? Normalerweise muss man immer wirklich neu abschieben. Das habe ich schon schnell richtig verstanden. Und da. Ja. Und der Gringer Box, wo ist deine Referenz? Mhm. Ob ein Objekt. Die Roadbox, das heißt, also löscht. Die besteht aus Zellen mhm. und die Einzelzellen verweist dann Remenke auf ein Objekt. Auf ein Objekt. Das ist natürlich Referenz für Referenzen. Voilà. Das, wir schwätzen ja in unserem Kurs ja nie für Referenzen, mit das aber oh, wirklich geht. Mit das aber wirklich geht. Ja, das ist mir ein Objekt, dafür müssen wir meistens mit Pfeiler, weil es mir deutlich geht. Aufgepasst, löscht beinhaltet nicht direkt als Serien, behält effektiv eine Referenz auf ein Objekt. Das möchte ich sagen, mir einfach. Okay. Eine Information nur direkt, ich würde schon direkt lassen, dass man das nicht vergessen. Wir sind hier in einer Java-Welt, die basiert auf C. Im Englisch wird Indizien. Da kennen wir den ersten Element, den zweiten Element, den dritten Element und so weiter, wie ist der letzte Element. Okay. Das ist, wenn man löscht N Elemente hat, das kennen wir. Das ist mit D. Ja. Hm? D geht von 0 aus dem ersten Element. Eind aus dem zweiten und so weiter, bis das ist dann den Indizium vom letzten. Nicht n minus 1. Nicht n, ganz genau. Ja, das hast du verloren. Ja. Tja, n schlei, vielleicht ist das bei n minus 1 drüber. Das ist bei n minus 1 drüber. Okay, wunderbar. Das mir bis n minus 1. Das schenkt lo, wow, also nicht wichtig zu wissen. Doch, dann wollen wir Algorithmen programmieren. Und das ist das ganze Ziel, dass wir ein bisschen interessante Sachen zu programmieren. Da muss man immer drum denken, wir fangen bei 0 an und wir halten bei n minus 1 ab. Wir werden, wenn ich den n-ten Element frohen, dann kann ich Fehler machen. Weil es gibt kein n-ten Element. Hm. Okay, noch ein. Dann gehen wir zurück, ob dann die Syntax am Java. Voilà, das müssen wir mit dem heute fertig. Ja, gehen wir heute bei uns. Das müssen wir natürlich programmieren. Du musst mal just den alten Teil vom Code ein bisschen beschreiben. Adbook, also einfach, wir machen ein neues Buch dabei. Und du gehst deine Methode, albooks, das ist das ein Objekt, Punkt add. Okay, dann hilft das. Dann wird man schon direkt die richtige gehen. Und dann Klammer zu. Das möchte man automatisch dann hier, all diese neue Buch, den als Parameter könnt, an Menge löscht dran. Und da das relativ einfach, par rapport zu der Kreation vom Objekt RLS, ne? Voilà. Also tut dann einfach. Das tut das ziemlich einfach. Das muss ich denken, der Getbook, da fehlt dir eine Information. Ja, was für ein Buch will ich? Den ersten, den letzten, den dritten, den fünften. Das muss man noch hinnehmen. Da machen wir dann als Parameter den Index. Ganz 12, klar. Ne? Ganz 12. Und normalerweise ist das immer i. Return, wie heißt die Methode? ALBook. Punkt. Get. Und wir sehen, Kinder, direkt hast du geschrieben, get i-Index. Das ist Control Enter. Enter, voilà. Dann möchten wir das direkt schon richtig. Voilà. Das kann ich als Resultat das Buch, den auf der Position steht. Aufgepasst, wenn wir hier mehr wie n gehen, da geht es schief. Müssen Sie das nicht testen? Normalerweise kann ich, muss ich aber nicht, wenn ich richtig programmiert wird, rundherum, muss ich nicht unbedingt. Ja. Das kann ich, denke davon auf, wie du dann gehst. Okay. Und dann brauchen wir selbstverständlich, schauen wir nicht ein, schauen wir gucken. Ja, muss ich Gott, da bestimmt eine Methode, die es das gibt. Ganz genau. Control HL Books. Punkt. Heißt, geht es immer just nicht. Hier ist den HL Size. Seht ihr schon, Size kreist. Da kann ich halt dann automatisch. Voilà. Was geht Size rum, wenn noch kein dran ist? Am Moment hast du noch, haben wir noch kein gemacht. Logischerweise geht dann 0 rum. Geht dann 0. Geht dann 0. Also geht dann 0. Hier haben wir Englisch initialisiert. Ja. Mit die wird kein Element. Das heißt, Size geht. Effektiv 0. Wenn ich dann hier aufpasse, dann darf ich schon nicht get i mit 0 aufrufen. Weil das gibt den ersten Häschen. Ah ja. Aber nach gehen. Also, okay. Und das ist typischerweise, wo ich nicht 0 mit 0 verwechselt kann. Okay. Ja, das ist Size als ein N. Voilà. Das ist Müller gelöscht. Plus und minus schon gebaut. Das ist der nächste Teil. Okay. Voilà. Uff. Haben wir dann erst geändert, wer das stimmt noch immer. Haben wir dann ein Adbook und da können wir auch mal testen. Das müsste nur irgendwie Problem funktionieren. Wir haben nur Englisch gemacht. Voilà, das ist mein hier The First Rising. Also,
Dr. Wu, die die vielleicht kennen, Seite 100, und ich meine, aber Preis ist okay, ja, 3,4 Euro, die fein. Ah, gesagt, die sieht man richtig, das ist nur ihr Buch dran. Okay. Ich meine, ein zweites Buch, Second Book. Non Pages 10.000. Define? Oh, hey, ja, Toolbox, funktioniert. Ah, bon, dann Define ist noch nicht ganz elegant. Wir müssen nicht mehr definieren, wir addieren ein neues Buch. Das heißt, das müssen wir irgendwie ändern. Und, okay, du weißt, es sind zwei Bücher dran. Ich weiß nicht, was dran. Ich habe keine Informationen über die Bücher, wenn ich etwas will ändern. Ich habe reagiert in nicht 10.000 Seiten, sind das 1.000. Ja, ich muss das aber keine ändern in meiner Bibliothek. Das muss man auch programmieren. Ah, ein ganz viel. Voilà. Das ist das, was ein bisschen mir richtig geht. Ah. Ich sage... Geht da noch vielleicht ein paar, die nehmen da einen kleinen Klugscheißer, den du vielleicht auch noch einen kleinen Schreibfehler gesehen hast. Wahrscheinlich wie ihn. There are books, du fehlt den RE, da kann ich vielleicht noch kurz, ganz kurz verbessern. Wo war das schon mal? Du hast ihn. Ja. Tipptopp. Okay, ja. Hast du da mal gerade abgefahren. Der ist. Hey, wunderbar. Tipptopp. Ah, ja. Nein, wir spengen. Ich den ersten Kommentar nicht im YouTube-Video schreibt, probier mal den Fehler selber zu verbessern. Ganz genau. Okay. Design, ich sage, das haben wir schon gemerkt, machen wir noch einmal in die Text. Adbook oder wie? Adbook. Das ist mehr elegant wie Define. Ja. Zahl, was die Variable nun war Define. Ah nee, wollen wir das als Ad. Weil es nicht bin, dass das alles schön elegant Poppe wird zahlt durch die ganze Kurve. Das ist so du erst gesehen. Okay. Aber nur fehlt aber das Wichtigste. Modify Book oder wie? Modify Book Knapsch. Ich muss vielleicht mit dem Bischer gesehen. Ah, als Löscht, mein Kind. Als Löscht. Momentan gesehen wir gut nicht. Wir können kein Buch ausführen. Okay. Das muss man beifügen. Und da könnte man etwas ein bisschen mehr kompliziert. Das ist man halt ein bisschen mehr klein. Voilà, da kann ich mein Löscht beifügen. Hier ist meine Information. Voilà. Hier an unseren Swing-Elementen muss man das Löscht sichern. Ah ja, du hast das Löscht. Das ist ein J-Löscht. Mhm. Der erlaubt uns, hier zum Beispiel, für Array-Löschten und so weiter. Der Statuen ist so, Visibilität, wenn in der Welt von einer löscht. Okay. Ja, das ist dann GUI für das Zimmer. Bon, du gibst es an, die muss ich direkt ändern, leider. Könnt ihr nicht allein. Wenn ich drauf klicke, dann sehe ich Eigenschaften. Tipptopp. Hast du schon fünf Elemente? Ich fand das nicht ganz schön, wenn ihr sie da stehen lässt. Ich lebe, wenn ihr sie waschen möchte. Ja, also. Steht nicht unbedingt, aber. Sind da ein paar zu viel, oder? Sind da schon prädefinierte Elemente, und heinst du möchtest das Problem. Mhm. Das tun muss ich wieseln. Das ist, wenn ich etwas selektionieren meine Lust, kann ich dadurch ein einzelnes Element nehmen. Wir schaffen nicht mit Multi-Selections. Das geht um Java, aber das ist das Leben zu kompliziert. Okay. Und dann leider, seit diesem Jahr, seit Java, NetBeans 8.2 oder 3 muss man etwas ändern, dass das tun. Das schreibt bei Code, nach wir bei diesem J-Löscht-Element, muss man heute die Stringe wäschen. Weil sonst können wir nicht mehr, in diesem Fall haben wir Bücher, können wir keinen Bücher mehr aufweisen lassen. Können wir nicht mehr Strings, Text aufweisen. Mhm. Das will man nicht, wir wollen wirklich. Okay. In diesem Fall Bücher aufweisen. Oh, aber da gibt es Knivels, ja. Mhm. Ja, leider mit das so. Mhm. Voilà, da finde ich jetzt noch ein kleines Detail. Wie immer, alle Elemente mit dem Namen. Dann gehen wir hier mal rein. Booklist. Voilà. Das ist ein guter Lauf fertig. Okay, du musst einfach noch bannen. Ja. Voilà, du hast es schon gemerkt. Wenn ich den Lauf starte. Okay. Da wird ein bisschen, voilà. Durch den Aussage. Effektiv müssen den nach irgendwem am Rest abbannen. Hm. Ja, das haben wir noch nicht gemerkt. Ich fand schon ein Buch. Book 1 again. Vom Autor. Was angesagt. Okay. Da steht, there is one book. Aber wir können ja nicht wissen, welche Array löscht. Ja, wir wissen nicht, wie ihr da drin könnt. Dafür geht es doch rum, wo es an die muss man. Machen wir dann mal ein bisschen dahinter. Und da war ein auch direkt ein kleiner Trick. Am NetBeans
Ah, leider sieht er das dann nur nicht so direkt. Das kennen wir schon. Bei Source Woven, voilà, das sieht er aber, das ist ein Inset-Code. Davon haben wir schon gespart. Da kann ich automatisch verschiedene Sachen an meinem Source-Code direkt auffügen lassen. Okay. Zum Beispiel Attribute, Methoden. Inset-Code. Und du hast noch etwas ganz, ganz interessant für uns, das sogenannte Delegate. Delegate erlaubt uns für Methoden von einem bestimmten Objekt direkt Reibanden anzufügen. Delegate, da habe ich all zum Beispiel die Methoden vom Array-Löscht zur Verfügung. Da kann ich die hier einfach anklicken, den Add zum Beispiel, oder wo ist es denn, den ich will, den To-Array, das heißt, voilà. Die heute Methode muss ich anfügen. Automatisch. Für das hier automatisch kann von unserem Löscht verbischen. Hier nur auch aufweisen lassen. Den einfach generieren lassen. Nicht lang vor. Nicht lang vor, das ist eine Standardmethode, die dann dahin kommt. Voilà. Wie gebrauchen wir das? Dann gehen wir dann direkt am Mainframe ändern. Momentan machen wir das direkt am Update View. Das wenn ich ein Buch beifügen, da wird ein Update View abgerufen. Und dann machen wir die Etappe zu so ein. Ah, schon ein neues Buch oder irgendetwas, was man an meinem Modell gerne hat, dann machen wir als Löscht darum visibel. Wie geht das? Das ist einfach mein Book Löscht, mein J Löscht, Punkt. Und da muss er die Methode eben lehren. Da geht der Pur und da will man eng, die heißt List Data. Aber das ist der Inhalt, weil das Dat von unserem Objekt.toArray. Voilà. Das muss ich einfach wissen. Das, so muss ich dann den Lien zwischen den einen und den anderen. Okay. Wenn wir das lo testen, muss es lo klappen. Ich mache dann ein Buch. Buch 1. Ups, Buch. Kriegt den kleinen CH 1 vom Autor mit zwei Seiten Add Book. Und dann hast du den direkt hier. Das ist noch so gewiss. Was geht hier angewiesen? Ja, das wollte ich gerade fragen. Wieso gerade das da? Wieso gerade das da? Und da ist dann der Magic von Java. Das ist die heutige Methode. Ah, das tust du. Du stringst automatisch abgerufen bei den Objekt. Wenn Zwölle sind, wird einfach Zwölle dahinter geprint. Aber wenn den Objekt ist, da wird ToString abgerufen. Ah, ja, stimmt. Das ist wie der System Outprint. Ganz genau. Der den ToString auch benutzt. In die das ist genau ja. Dasselbe. Das ist wie den Print. Das ist dasselbe Prinzip. Er rift einfach den ToString ab. Ja, okay. Und das, was da drauf steht, geht dann automatisch. Okay. Dann nur neue, das war doch nicht offensichtlich. Das ist definitiv nicht offensichtlich. Ja, ich probiere dann nur ein zweites Buch beizufügen. Buch 1. Autor 1, Number of Pages 1, ich meine nur ein zweites Buch, 2, Autor A2, 100, aber das ist kein kleiner Preis, so ein Ding, voilà. Da sehen wir, gehen die Informationen einfach beigefügt. An der Reihenfolge wirst du auffügen. Okay. Abgepasst, dann meine ich direkt ab, das Buch 1, Autor 1, mit einer Seite. Was haben genau die heutigen Informationen? Ad Book? Ja, ihn checkt es nicht. Für ihn sind zwei verschiedene Objekte. Okay, das geht nur an Datenbankstheorie. Ne? Voilà. Das Programm kann das nicht wissen. Wir auch nicht. Wir haben einfach ein New Book gemacht an unserer Programmation. Das ist für ihn so richtig. Aber wir haben gesagt, there are three books. Das funktioniert immer wieder. Voilà. Das ist dann. Okay, ich meine, du musst aber auch zwei, drei, vier Mal machen, ist du die einzelnen Schritte so memorisiert, dass du doch selber hinkriegst, weil ich meine, du kannst vieles falsch machen. Voilà, der nächste Viertel ist, wir haben ein Programm, das uns hilft, mit dem, den Methoden zur Verfügung, die weißt du noch so nicht. Ja, du musst ja noch wissen, weil, wie sie hier schon. Ja, aber du gibst doch ein Ziel, den auf den 13-Examen angepasst hast, wo die Informationen alle draufstehen. Also, die Basis sagen, okay, also Kachrezept hast du. Kachrezept hast du teilweise du, mit muss ich es einfach probieren, oft üben, dass es dann auch geht. Okay. Ja, das wäre dann mal für den zweiten Teil von der Serie von Video-Univers löschen. Also, merci für den Lauschen.